Müssen wir keine Angst haben. Okay. Das ist ein Entwicklung, was wir da gemacht haben. Und wenn wir da jetzt einfach überspringen. So, tschak. Schon ist er zu. Da kann ruhig was spawnen. Das interessiert uns nicht. So, und schon haben wir die Treppen gemacht und können schon rauflaufen. Und schon sind wir schon viel, viel schneller oben. Jetzt rennen wir zu unserem Haus zurück. Und werden mal die ganzen Rohstoffe ablegen und natürlich wieder ein bisschen essen gehen, da wir ja ein bisschen mangelhaften Hunger haben. Mangelhaften Hunger. Wir haben natürlich sehr viel Hunger. So, und dann wenn du da die Herzen rein tust, tschak, 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 tschak. Okay, das nicht. Tschak. Dann ein bisschen ordnen. Die Kohle gehen wir auch rein. Unser Pferd vermisst uns schon. So, eins, zwei, drei, vier. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr. Hier ist es wieder. Es ist schon wieder dunkel. Das sind ein Creeper. Finde ich nicht schön. Creeper sind immer schlecht. Das sind ganz böse. So, wir haben ja irgendwo Kleber. Er hat nämlich immer so solche Fenster gemacht, die machen das noch so. Und dann schaut das schön aus. So. Diamanten wären so geil, die wir aber leider nicht haben. Aber wir können mal schauen, und zwar Kompressor. Wir wollten einen Kompressor bauen. Kompressor, dafür brauchen wir einen Electric Circus. Für einen Electric Circus brauchen wir natürlich Kupferbarren. Dann brauchen wir Redstone und ein bisschen Eisen. Bei uns haben wir jetzt mal die kleine Welt. Dann machen wir mal ein bisschen Circus. So, wir brauchen dafür aber auch Wabba. Haben wir Wabba? Rubber Sapling, aber kein Rubber. Oder haben wir es? Okay, hier ist schon mal keiner. Hier ist, naja, mal Sticky Wiesen. Den können wir das machen. So. Iron Dust. So, aber wir können. Genau, wie hießen das andere, das Extraktor, den werden wir jetzt mal als erstes machen. Der ist nämlich viel cooler. Dafür brauchen wir Holz. Tschak. Holzhammer. Wabba. Wabba. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das jetzt schon machen können, aber, ja, wir können es schon machen, sehr gut. Weil das ist dann viel wichtiger, wenn ich da ein bisschen spare. Denn, ich zeige euch das gleich. Ja, so, falsch. So, dann zeige ich euch das mal. Und da wird's dann, tschak, tschak. Und Refined Eisen in der Mitte, dann haben wir da ein Zickes. Dann machen wir da jetzt noch die... Ja, wie war das nochmal? Ah, genau, so. Eins, zwei. Zwei. Drei. Vier. Jack. Extraktor, dafür brauchen wir einen Maschinenblock. Für einen Maschinenblock brauchen wir aber... Refined Eisen. Und für Refined Eisen werden wir das jetzt benutzen. Und. Tschak. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ach Gott, wir brauchen da mal mehr von diesen Dingen, was muss sein. Eine Werkbank machen. Werkbank. Für die speziellen Sachen, wie hier zum Beispiel. So, Maschinenblock. Und schon haben wir unseren Extraktor. Denn unser Extraktor, der kann coole Sachen. Dann brauchen wir noch einen Kupfer. Ein Kupfer-Gammer, sehr gut. Da haben wir Glück gehabt, dass wir die noch haben. Und zwar machen wir hier jetzt mal so und hauen den Extraktor so rein. Denn jetzt können wir das so machen, seht ihr. Und dieser Extraktor ist nicht sehr nützlich, denn er macht aus einem Rubber, also aus einem Sticky Reason, drei Rubber. Und das ist der Hammer. Somit habt ihr wieder was dazugelernt. Jetzt kriegen wir drei Rubbers und haben dadurch eine Effizienz von, eine dreifache Effizienz, um Gummi herzustellen. So, und jetzt werden wir als nächstes dann mal den Kompressor machen. Denn mit dem können wir auch Diamanten machen. Tja, die Frage ist wie? Das werdet ihr erfahren, wenn ihr weitere Let's Plays von mir anschaut. Da haben wir jetzt noch einmal den schönen Plus. Schau mal, die Schafe und Dinge, die sind super. Aber Entchen. So, wir können da, wo haben wir denn das? Wir haben sie nicht. Das ist nämlich cool. Nicht. So, Rubber, der ist noch immer da, den kann man wieder packen. Check. Ich weiß, ist das ja ein... Oh, aber gut, ist das schon. Schaut euch das an, ist das nicht geil, wie das durch die Bäume, durch die Blätter geht. Ich finde das endgenial. Also es ist so geil gemacht. Wenn das kein cooler Programmierer war, dann wisst ihr nicht, was cool ist. Dann wisst ihr nicht, was cool ist. Nicht verstanden. Dann wisst ihr das nicht. So. Wir haben hier einen Baum, den wir anpflanzen. Yay! Dann werden wir mal schauen, ob das mit diesem Rubber auch geht. Ob man den auch extrahieren kann. Schauen wir mal schon. 18 Rubber. Das ist doch der Hammer. So, das gehen wir da wieder rein. Können wir auch da reingehen, das genauso etwas auch. Kupferbarren können wir wieder da reingehen. Chuck, 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 chuck. Die Musikbox brauchen wir nicht. Und da muss den Rubber gehen wir da rein, schauen wir mal, ob man das nicht auch machen kann. Leider nicht. Aber wir können das hier machen. Wabba! Und das Wabba wird Wabba. Und ich bin mal Wabba Bar. Guck mal, kann man da was machen? Hm, schade. Aber wir können jetzt schon mal aus dem da was denn machen können. Schade. Das wäre nicht geil gewesen. Das heißt also eigentlich, dass das der U-Bullshit ist. So. Was das da eigentlich da drin macht, weiß ich auch nicht. So, jetzt gehen wir da rein. Dort wo es hingehört. Und dann wird da das Kupfer mal rausnehmen. Und darüber geben. Und ein bisschen. So. So, wenn ich nicht täusche. So.
grünen Elefant. So, der ist noch immer am Machen. Wir werden dann später noch so eine Art Batterie machen. Also einen Energiespeicher. Das ist auch noch sehr geil. Unser Pferdchen. Ja, das können wir da raus. Achso. Das ist ja cool gemacht. So intelligent. Schon sagen. Ganz schlecht. Verspricht. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich da wieder ein bisschen weitergemacht habe. Es ist zwar jetzt nicht gerade wirklich sehr viel passiert, aber wir wissen jetzt da, wie ein Extraktor funktioniert. Wir haben ein bisschen das Pferdchen kennengelernt. Wir haben ein bisschen am Haus herumgemacht, haben Ressourcen gefahren. Und ich hoffe, ich finde bei der nächsten Aufnahme dann endlich Diamanten. Und ich werde euch dann mal ein bisschen zeigen, wie man einen Energiespeicher macht. So, wenn es euch wirklich gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Und auch noch einen grünen Däumchen hinterlassen. Denn somit weiß ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Minecraft Big Dig. Euer Goitour.